sagen ja 29 Minuten für ja, 500 Milliliter. Römisches Beil. Erstes Jahrhundert nach Christi. Von dieser Zeit ist die Vorlage für dieses nachgeschmiedete Teil messerscharf. So, hier unser Kienspan aus Siegburg. Wie fett der ist. So, probieren wir mal. Hervorragend. Ja, der rußt natürlich, ne? Meine Zundertasche, die ist auch nur dabei, wenn ich mich 2 Tage im Wald aufhalte oder 3 Tage, aber nicht auf den großen Wandertouren. Hier habe ich Birkenrinde und Kiespan und Heu. Dann Zunder, einmal Zunderschwamm und den Leinenzunder. Die stelle ich übrigens hier mit dieser Dose her, das brauche ich jetzt auch nicht weiter näher zu erklären. Dieses Prozedere, das kann man mannigfaltig bei YouTube sehen. So, dann nehme ich hier meinen nitrierten Zunderschwamm von Klaus Krechter. Der macht diesen Zunderschwamm und nitriert den. Packe ich mir das wieder zusammen. Ab ins Zunderdöschen. Und so. Darin befindlich ein Leinenläppchen, ein Feuerstein, ein Feuerstahl. 1:1 nachgeschmiedet. So, jetzt habe ich hier so ein bisschen Birkenrinde. Vorsicht, hier mein Zunderschwamm. Ich nehme noch ein bisschen Heu. Dann nehme ich meinen Zunderschwamm. Meinen Feuerstein. Da suche ich mir eine schöne scharfe Kante. Das ist diese hier. Dann lege ich den Zunderschwamm oben auf. Und von oben nach unten schlage ich an der Kante entlang. Jetzt zum Beispiel. Husten brauche ich nicht mehr, weil durch das Nitrieren glimmt der unheimlich. Und wird auch richtig heiß. Dann lege ich den hier rein in mein Nestchen und führe Sauerstoff zu.
habe mein Feuer. Können wir jetzt beenden. Ja, das damit. Natürlich geht es viel einfacher mit einem herkömmlichen Feuerzeug. Im Winter übrigens warm machen, am Körper tragen oder reiben. So. Da habe ich übrigens auch einen Deckel. Langsam. Und Prüfung.